Tschechien. Warum hat dort ein 24-jähriger Student ein Blutbad an der Prager Karls-Universität angerichtet? Die Polizei, die sucht weiterhin nach einem Motiv für diese Tat, analysiert dabei entsprechend auch eine Art Tagebuch, was der Täter bei Telegram geführt hat. 13 Menschen hat er kaltblütig erschossen, mindestens 25 weitere wurden verletzt und sich selbst hat er dann auch noch gerichtet. Die Ermittlungen, die schauen nun auch auf einen Fall vor etwa einer Woche, wo ein Mann und seine 2 Monate alte Tochter scheinbar grundlos in einem Waldstück erschossen worden sind. Auch dafür könnte nun dieser 24-jährige Student verantwortlich gewesen sein. Mit einer Schnellfeuerwaffe steht David K. auf dem Balkon des Universitätsgebäudes. Er schießt Richtung Straße, verletzt dabei 3 Passanten. Bodycams der Polizei zeigen den Einsatz im Inneren des Gebäudes. Innerhalb von 5 Minuten ist eine schnelle Eingreiftruppe vor Ort. Polizisten mit Maschinenpistolen durchsuchen die Uni nach dem Amokschützen, treffen immer wieder auf Verletzte, durchkämmen Raum für Raum, Stockwerk für Stockwerk. Als sie den Täter auf der Balustrade in die Ecke drängen, erschießt sich dieser. Die Bodycam zeigt, wie sie den toten Amokläufer aus dem Gebäude tragen. Die Polizisten mussten wirklich sich aktiv auf die Suche machen, weil sie haben Schüsse gehört. Und die einzige Information, die wir bekommen haben, Täter sollte sich in den oberen Etagen befinden. Und wir haben praktisch unmittelbar hochgegangen. Der 24-Jährige richtet an der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität ein Blutbad an. Zu diesem Zeitpunkt fahndet die Polizei bereits nach ihm. Wenige Stunden zuvor soll er in seinem Heimatort westlich von Prag seinen Vater erschossen haben. Der Amokläufer machte an der Karls-Universität gerade seinen Master in Geschichte, galt als waffennah. Vor seiner Tat bezeichnete er in den sozialen Medien eine erst 14-jährige russische Amokläuferin als Vorbild. In den Wochen vor seiner Tat schreibt er bei Telegram: "Verdammter Tag, verdammtes Leben, ich trinke Tee und möchte mich erschießen." Und dann am letzten Sonntag: "Ich hasse die Welt und möchte so viel Schmerz wie möglich hinterlassen." Am Donnerstagnachmittag verübt David K. den blutigsten Schusswaffenangriff in der Geschichte Tschechiens. Ich möchte meine große Trauer und ohnmächtige Wut über diesen absolut sinnlosen Verlust so vieler junger Menschenleben zum Ausdruck bringen. Ich möchte allen Hinterbliebenen mein tiefstes Beileid aussprechen. Ich wünsche allen, die bei diesem tragischen Vorfall, dem schlimmsten dieser Art in unserer Geschichte, dabei waren, dass sie sich schnell erholen. Am Abend legen Dutzende Menschen Blumen vor der Universität nieder. Die Anteilnahme ist riesig. Die tschechische Regierung rief für Samstag einen nationalen Trauertag aus. Und Carolina Druten berichtet für uns weiterhin aus Prag. Carolina, nun gab es ja eben eine sehr ausführliche Pressekonferenz der Polizei. Welche neuen Erkenntnisse über Tat und Täter hat man denn inzwischen? Also man weiß jetzt sicher, dass der Täter sich selbst umgebracht hat am Ende der Tat. Das hat man ja bisher noch untersucht seitens der Ermittler. Auffällig ist auf jeden Fall auch, wie ausführlich die Behörden hier informiert haben. Und meine Vermutung ist, dass das auch getan wird, um eben Spekulationen in den sozialen Medien entgegenzuwirken. Da gab es kurz nach der Tat einige Fake News, Fehlinformationen in den sozialen Medien, die dem Täter zum Beispiel eine andere Staatsbürgerschaft zugeschrieben haben, was aber Quatsch ist. Und deshalb, denke ich, geht man hier auch sehr, sehr transparent vor. Und hier vor Ort, vor der Universität, überwiegt in diesen Stunden die Fassungslosigkeit und die Trauer vor Ort über diese Menschen, die der Täter gestern hingerichtet hat. Und der Strom an Menschen reißt nicht ab, die Blumen hier hinbringen und Kerzen anzünden. Niemand hat damit gerechnet. Niemand hat damit hat es erwartet, dass liebe Menschen aus dem eigenen Leben gerissen werden und das noch so kurz vor Weihnachten. Darauf hat die Menschen hier niemand vorbereitet und entsprechend groß ist auch die Trauer. Carolina, danke schön. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.